Die Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik hat in ihrem Jahreszyklus ein Thema ausgewählt, das alle angeht. Mehr als eine Träne im Ozean, heißt der autobiografische Schlüsselroman von Manes Sperber. Interessant auch für den Historiker, der ja nicht verdeckt, sondern entdeckt und manchmal auch aufdeckt. Wir sind der Objektivität verpflichtet. Wir dürfen nichts unter den Tisch kehren. Ein Phänomen, das wir ja heuer ein Bedenkjahr 45 sehr stark müssen wir daran erinnern. Damals hat man schon unter den Tisch gekehrt, was die Vergangenheit betroffen hat. Und wenn man sich mit Manes Sperber beschäftigt, na, der hat ja nicht verdeckt, der hat aufgezeigt, was geschehen ist in diesem kurzen, aber brutalen 20. Jahrhundert. Im bis auf den letzten Platz besetzten Museum im Palais verfolgte ein hochkarätiges Auditorium diese Matinee. Auch für die vortragenden Künstler stets eine neue Herausforderung. Schauspieler, die sich mit dieser Zeitspanne auseinandersetzen. Das ist ein Thema, was jeden von uns nahe gehen müsste, wenn man sich diese Vergangenheit, die wir jetzt Gott sei Dank überwunden haben, wer weiß, wie gut wir sie überwunden haben, wenn wir in die Zukunft schauen, muss man sich damit beschäftigen und muss mit Grauen feststellen, was da passiert ist und muss eigentlich alles dazu tun, finde jeder von uns, ganz wurscht in welcher Position und in welchem Beruf er ist, zu schauen in seinem eigenen Denken, in seinem Reden zu anderen Leuten, dass sowas nicht wieder passiert. Ich bin sowieso ein großer Geschichtsfan auch wenn ich jetzt als Schauspieler mit Stücken konfrontiert bin, die einen gewissen historischen Zeitraum beleuchten, beschäftige ich mich dann immer sehr gerne intensiv damit. Deswegen ist mir das alles jetzt geläufig. Ich habe mich schon vorher viel damit beschäftigt. Also es war jetzt nichts Fremdes dabei. Aber ich glaube, es ist schon notwendig, damit man das Ganze schon vertiefen kann und auch weiß, wie die Zusammenhänge sind. Es sind ja doch nur Ausschnitte, die wir da lesen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Soll man sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Wann dann, wenn nicht jetzt? Und es ist auch ein erheblicher Nachholbedarf des Denkwürdigen. Das Denkwürdige ist in der Politik, in der kulturpolitischen Diskussion verloren gegangen. Ich glaube, nachzudenken, Entwicklungen zu verstehen, vor Entwicklungen zu mahnen, ist etwas, was gesellschaftliche Aufgabe wäre. Der Dichter und Denker Manes Sperber wurde am Ende der Donaumonarchie in der heutigen Ukraine geboren. Sperber starb 1984 in Paris.